Liegen mehrere Wortmeldungen vor. Als erstes hat das Wort Herr Ministerpräsident Dr. Haselhoff aus Sachsen-Anhalt. Jetzt geht's los hier. Wir sind gespannt. Wir sind echt gespannt. Wow. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die multiplen Krisen in unserer Zeit rühren an der europäischen Friedensordnung, an unserer Art zu leben und zu wirtschaften, aber auch an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und als hätten wir mit der Bewältigung dieser Krisen nicht genug zu tun, werden wir als Bundesrat mit einem Cannabis-Gesetz konfrontiert, das ich persönlich nachdrücklich ablehne. Ich sehe mich in guter Gesellschaft mit einer breiten Koalition aus Vertretern der Ärzteschaft, der Lehrerschaft, der Polizei und der Wissenschaft, die im Dezember 2023 in einem gemeinsamen Appell alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages vor diesem Gesetz gewarnt hat. Alte Floskel. Könnte die Liste der einzelnen Institutionen hier vortragen. Der Forderung des Bundesrates vom 23. September 2023, das Inkrafttreten zu verschieben, wurde nicht Rechnung getragen. Ebenso wenig zum Beispiel der Kritik an den üppigen Besitzmengen, an den Regelungen zu Anbauvereinigungen, an den rückwirkenden Amnestieregelungen oder an den Abständen zu Einrichtungen, die von Minderjährigen frequentiert werden. Es handelt sich übrigens, die Abstandsregelungen wurden sogar noch von 3000 Fällen, glaube ich. Ich habe bisher auch keine schlüssige Erklärung dafür gehört, weshalb Erwachsene ab dem 1. April ganz legal mit größeren Mengen Cannabis unterwegs sein können, obwohl es objektiv nicht aus legalen Quellen stammen kann. Denn erst am selben Tag darf man mit dem legalen Anbau in den eigenen vier Wänden starten. Vor allem die ersten Monate werden zu einem Booster für den Schwarzmarkt. Hauptsache, du darfst mit deiner Kiste Wein rumfahren, für die negativen oder? Folgen des Gesetzes tragen nicht Politiker wie ich, die diesen Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik immer ablehnend bewertet haben. Es wird mehr Todesfälle als bisher geben, die mittelbar mit dem riskanten Cannabiskonsum zusammenhängen. Was hat denn man nicht verstanden? Seien es mehr Verkehrstote, weil Cannabiskonsumierende trotz der vorgesehenen Grenzwerte am Verkehr teilnehmen, seien es einige in einigen Jahren mehr Krebstote, weil Cannabis häufig mit Tabak konsumiert wird. Oder seien es mehr Drogentote, für die Cannabis eben doch eine Einstiegsdroge gewesen ist. Laut Kriminalstatistik des Landes Sachsen-Anhalt gab es 2023 54 Drogentote im Land. CDU-CSU-Leute das waren 35 Tote mehr als im Jahr zuvor und bei 6 Todesfällen war Cannabis mit ursächlich. Zum Vermittlungsausschuss aus gegebenen Anlass eine grundsätzliche Bemerkung. Ich glaube, war eine Tonne Haschisch auf den Kopf können Sie mir wirklich glauben und ich erlaube mir das an dieser Stelle, dass in diesem Gremium seit 13 Jahren, dem ich ihm angehöre, länger als jeder andere, also in diesem Saal, immer konstruktiv und zielorientiert gearbeitet wurde. Am vergangenen Wochenende schrieben Sie, Herr Bundesminister Lauterbach, auf einer Online-Plattform Folgendes. Ich zitiere, jedes von SPD und Grünen mitregierte Land muss wissen, dass das Cannabis-Gesetz am nächsten Freitag stirbt, wenn man den Vermittlungsausschuss anruft. Ja, natürlich. Die Unionsländer, und? So der Bundesgesundheitsminister weiter, würden sich bedanken und mit allen Verfahrenstricks das Gesetz im Vermittlungsausschuss beerdigen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir werden im Mai dieses Jahres den 75. Jahrestag des Grundgesetzes feiern. Dort ist mit dem Vermittlungsausschuss ein Gremium vorgesehen, in dem je 16 Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Bundesrates in konkreten Fällen der Gesetzgebung nach besseren Lösungen suchen und fast immer auch finden. Daher weise ich diesen Vorwurf entschieden zurück. Im Vermittlungsausschuss würde mit Tricks an Gesetzesbeerdigungen gearbeitet. Vielmehr drängt sich folgender Eindruck auf. Die Partei übertreibt nur die inhaltliche Kritik am vorliegenden Gesetz geäußert wurde, umso fragwürdiger wurden die Versuche, die eigenen Reihen zu schließen. Der Preis dafür ist sehr hoch und reicht weit über den Streit zum Cannabis-Gesetz hinaus. Zweifel aus einem Verfassungsorgan des Bundes an einem Gremium, dessen Mitglieder zwei anderen Verfassungsorganen des Bundes angehören, können das Vertrauen von Teilen der Bevölkerung in unsere Demokratie weiter beschädigen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sachsen-Anhalt wird sich bei der Abstimmung zum Cannabis-Gesetz aus Koalitionsgründen enthalten. Ich halte mich aber für verpflichtet,
auch in diesem Hohen Haus noch einmal meine Sorge und die vieler anderer Menschen zu artikulieren, dass sich mit diesem Gesetz die Tür zu einer grundlegend neuen Drogenpolitik öffnet. Am Ende wird dies Menschenleben kosten, wie beim Missbrauch von Drogen generell. Aber wichtig ist, dass ihr euch enthaltet. Die im Gesetz vorgesehenen Hürden durften nach unten und nach abgebaut werden. Ich finde aber gut, wenn wir diesen Menschen noch mal eine Schulung geben. Die Schwelle zur Enttabuisierung weiterer psychoaktiver Stoffe wird sinken. Und dass wir eher Menschen am Leben halten. Der Staat aber, sehr geehrte Damen und Herren, hat die Pflicht, Menschenleben zu schützen. Das wollte ich hier und heute in der Verantwortung vor der Zukunft, gerade auch der nächsten Generationen, noch einmal ganz klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Georg. Vielen Dank, Herr Dr. Haseloff. Das Wort hat der Ministerpräsident Kretschmer auch noch. Doktor. Und er hat keine Ahnung und erzählt von Leuten, die an Cannabis sterben. Also sorry, Leute. Solche Leute gehören nicht mal in die Politik, ganz ehrlich. Der gehört wieder auf die Schulbank. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei diesem Gesetz, bei der Freigabe von Drogen, kann es nicht um Parteipolitik gehen und kann es auch nicht um irgendwelche Koalitionsarithmetik gehen. Diese Frage ist so zentral, sie ist so persönlich, dass für mich klar war, ich werde einer Legalisierung von Drogen unter keinen Umständen zustimmen. Auch wenn das Ärger in meiner sächsischen Koalition gibt, die bis jetzt sehr gut gearbeitet hat. Und ich hoffe auch in den nächsten Monaten das weiter tut. Kaffee, Zucker. Ich habe so viele Menschen gesehen, die durch Drogenmissbrauch so schwer erkrankt, so schwer geschädigt worden sind, dass sie nie wieder in ihr Leben zurückgefunden haben. Und ich habe mit so vielen Ärzten gesprochen, die davor gewarnt haben, diesen Weg zu gehen. Vor wenigen Tagen haben wir noch einmal Mark Rütte in Leipzig getroffen, der ganz klar gesagt hat, lassen Sie es. Nichts wird besser. Aber vieles, vieles wird schlimmer werden. Es ist bereits so, Leute. Büchse der Pandora, die ich Sie öffnen, nur die Augen zu vor der Realität. Nie wieder geschlossen bekommen. Vor den erwachsenen Menschen das Konsumieren verbieten. Die Meldungen so tun, ob ihr das alleine jetzt erlaubt aus oder unserem nicht. Politischen Raum, von ganz vielen, die auch hier im Raum sitzen, sind eindeutig. Verkehrsminister, die sagen, das geht doch gar nicht, was hier in diesem Gesetz steht. Niemand weiß, ab wann man fahruntüchtig ist und ab wann nicht. Da muss man Gesetze nachregulieren. Das muss doch vorher geklärt und geregelt werden. Es gibt Schulminister, die sagen, 1000 Meter Abstand von einer Spielhalle und hier 100 Meter Abstand zu einer Cannabis-Verkaufsstelle, in welchem Verhältnis steht das? Das kann doch so nicht geschaffen werden. Was haben die da im Bundestag gemacht? Der leidet auch unter Realitätsverlust. Es gibt Innenminister, die sich fragen, ist ja gar nicht möglich, das mit wenn man sich die Karten mal angeschaut hätte. 25 Gramm Cannabis, 75 Joints, die man mit sich rumtragen kann. Was ist, wie soll ich kontrollieren, was legal, was nicht legal ist? Was ist da? Justizminister, die sich vor ihre Staatsanwälte, Richter stellen und sagen, das ist ein solches Chaos, also 30 was hier Gramm organisiert kann man sich 75 wird. Vor allen Dingen wegen dieser eigenartigen Amnestieregelung. Es wird das totale Chaos ausbrechen. Das darf nicht passieren. Lasst uns den Vermittlungsausschuss anrufen. Lasst uns das klären. Ich habe in Großschweignitz im sächsischen Fachkrankenhaus für Psychiatrie Menschen gesehen, deren einziger Inhalt am Ende nach, nicht Cannabis, aber mit Cannabis hat es begonnen. Am Ende war es Crystal Meth, eine Furchtbarkeit. Ich glaube, es hat mit Nikotin oder Alkohol begonnen. Das sind solche Scheißlügner. Teufelsdruck weiter Deutschland und Europa flutet. Nur noch damit beschäftigt waren. Na, wenigstens gibt das zu. Glas in das andere mit einem Löffel umzufüllen und wenn sie damit fertig waren, das anders zu machen. Berichte mal lieber davon, wie viele Leute mit Cannabis, von Alkohol oder Heroin runtergekommen sind. Mit einem Hammer, wo sind die Zahlen? Eine Gipskartonplatte klein zu schlagen, damit sie den Tag beschäftigt sind. Und alles hat mit einfachen Drogen begonnen. Alles hat irgendwo einen Beginn. Scheuklappenpolitik. Ich habe Respekt vor Menschen, die sagen, ich sehe das anders. Ich habe einen kontrollierten, einen Erwachsenen, einen emanzipierten Umgang mit dieser Droge und für mich ist das eine Erleichterung.
Und deswegen ist es auch vollkommen legitim, dass man über Gesetze spricht. Ich finde, es gibt viele Gründe für meine Haltung, aber ich kann auch mit Respekt mit anderen umgehen. Womit ich nicht umgehen kann, dass es so viele Kritikpunkte gibt von erwachsenen Politikerinnen und Politikern, die sich dann aus Parteiraison einfach überstimmen lassen, in die Ecke stellen lassen. In einem das Land, macht wie hier, du. Eine Haseloff gerade gesagt hat, 75 Jahre Grundgesetzfreiheit. Hat er was mitbekommen, dass die absolute Mehrheit mit 406 Stimmen im Bundestag dafür gestimmt hat? Wir so stolz darauf sind, dass das so ist. Und deswegen, Herr Bundesgesundheitsminister, was Sie hier angerichtet haben, das ist wirklich demokratieschädlich. Das ist wunderbar. Da draußen laufen Menschen rum, die die ganze Zeit vermitteln wollen, es hat keinen Wert. Du kannst hier nichts erreichen. Auf der Mensch hat Weitblick im Gegensatz zu dir. Wir müssen diese Demokratie zerstören. Und wir haben ständig diese Beispiele, wo das vernünftige Abwägen, das vernünftige kontroverse Diskutieren und Kompromisssuche möglich wäre und wir tun es nicht. Das ist ein großer Fehler. Ihr wollt Verbote und Menschen. Ich hoffe, dass wir am Ende dazu kommen, dass dieses Gesetz nicht beschlossen wird. Jeder Tag, der spätere Inkrafttreten ist ein guter Tag. Jeder Tag des Nachdenkens und noch einmal Überlegen ist richtig. Ich werde auf keinen Fall diesem Gesetz zustimmen. Ich werde dich auch auf keinen Fall wählen. Vielen Dank, Herr Kretschmer. Das Wort hat Frau Staatsministerin Gerlach aus Bayern. Aus Bayern. Mal was ganz Neues. Ey, die Bayern, die haben doch eigentlich nie was dagegen, oder? Entschuldigung, liebe Bayern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bundestag hat das Cannabis-Gesetz ja gegen vehemente Kritik von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen beschlossen. Bayern teilt diese Kritik, teilt die Sorge. Die Sorge um die Gesundheit unserer Bevölkerung, vor allem voran natürlich der Kinder und Jugendlichen, das haben wir schon mehrfach sehr, sehr klar zum Ausdruck gebracht. Und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um den enormen Aufwand nochmal, die enormen Kosten, die vor allem auf die Länder zukommen, darauf nochmal hinzuweisen und sie zu skizzieren. Dieses Gesetz ist ein Irrweg. Und ich setze darauf, dass wir gemeinsam wissen, das Gesetz im Vermittlungsausschuss noch stoppen Politiker können. Der Söder unter das Druck Gesetz gesetzt stellt hat. Uns, die Länder, vor einen massiven zusätzlichen Verwaltungsvollzugsaufwand. Das Konsum-Cannabis-Gesetz sieht vielfältige, teilweise sehr, sehr kleinteilige Regelungen für die Erteilung von Genehmigungen, die Kontrolle, die Überwachung vor. Das alles wird uns, die Länder, zusätzliche Zeit, es wird Personal kosten, es wird allgemein also viel Geld kosten und von jetzt dem keine nicht Gerichtsverhandlungen. Zu knapp. Sollte das Gesetz tatsächlich in Kraft treten, müssen es die Länder vollziehen und vor allem die Kontrolle und die Überwachung von Anbauvereinigungen übernehmen. Und da hilft auch keine Ankündigung, dass die Kontrollen verringert werden sollten, weil das wird ja den Cannabis-Wildwuchs ja noch viel, viel schlimmer machen. Wir werden in Bayern mit einer zentralen Kontrolleinheit gegenüber den Anbauvereinigungen einen sehr restriktiven Vollzug des Gesetzes sicherstellen, um den Kindern, den Jugend- und Gesundheitsschutz auch ausreichend Rechnung zu tragen. Ja, wir gehen davon aus, dass wir für die zentrale Kontrolleinheit, die jetzt aufgestellt wird, Verbot aussprechen rund 20 zusätzliche Planstellen benötigen. Allein das bedeutet erhebliche zusätzliche Kosten. Außerdem rechnen wir mit einmaligen Sachkosten. Also, dass die zusätzliche Behörden installieren müssen, das sind keine zusätzlichen Kosten. Das ist aber dann auch weiterhin jährlich laufende Sachkosten in Höhe von knapp 1 Million Euro. Die Legalisierung soll ja Entlastung bringen für Polizei und Justiz. Das wird aber so nicht sein und das zeichnet sich ja jetzt schon sehr deutlich ab. Außer ihr stellt mehr Leute vor Gericht, dann wird es nicht so sein. Dass der Vollzugsaufwand nicht ab, sondern zunehmen wird, weil allein die Zahl der Bußgeldtatbestände sich verdoppelt hat auf 36. Die Vielzahl der Straftatbestände, die das Gesetz vorsieht und auch der geplante rückwirkende Straferlass, werden die Justiz enorm belasten. Darüber haben wir viel diskutiert in den letzten Wochen. 3.800 Strafgefangene, Fälle die insgesamt unter die neuen zulässigen Höchstmengen für Cannabis fallen, müssen mit dem Inkrafttreten des Gesetzes umfassend entlassen werden. Und das ist realistisch kaum umsetzbar. Durch die Vollstreckung von Geld- und Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt sind, die fallen unter die Amnestie. Genau. Hier müssen die Staatsanwaltschaften händisch die Akten überfühlen, um aber wir lassen die lieber Verbrecher sein, weil sonst haben wir nachher Arbeit, oder? Nee, die sollen lieber im Gefängnis bleiben. In Bayern zum Beispiel sind das allein 29.000 Verfahren, die betroffen sind. Nach Schätzungen der Praxis dauert die Sichtung pro Fall etwa 10 Minuten.
Was in der Zahl über 4.800 Stunden ausmacht, das ist eine Wochenarbeitszeit von etwa 120 Arbeitskräften. Noch aufwendiger sind die sogenannten Mischfälle, die zu bearbeiten sind, bei denen der Täter nicht nur wegen Cannabis, sondern auch wegen anderen Straftaten verurteilt wurde. Hier müssen Strafen durch die Gerichte in ganz komplizierten Verfahren wieder erneut aufgesetzt werden und festgesetzt werden. Kann man erinnern. Da ist dann mit 10 Minuten ist es dann da auch nicht mehr getan im Grunde. Auch Polizei, Ordnungsbehörden, die werden viel mehr zu tun haben in Zukunft. Sie müssen nämlich Konsumverbotszonen überwachen, zum Beispiel rund um Schulen, das ist um Kindergärten, Bayern muss alles überwachen und kontrollieren. Das bestätigen auch das Bundeskriminalamt und die Gewerkschaft der Polizei. Letztere hat das Gesetz in letzter Woche ausdrücklich als nicht praxistauglich bezeichnet. Wir müssen nicht überall kontrolliert werden und überwacht werden. Zu guter Letzt soll die Legalisierung angeblich den Schwarzmarkt eindämmen. Aber diese These ist längst widerlegt. Fakt ist, Cannabis wird auf dem Schwarzmarkt weiterhin günstiger sein, als man es von den Anbauvereinigungen bekommen wird. Außerdem wird es auf dem Schwarzmarkt immer wieder Cannabis mit höherem THC-Gehalt geben. Sicherheit. Okay. Wir müssen außerdem davon ausgehen, dass der illegale Markt davon profitieren wird. Das ist alles so unbegründet in den Raum geworfen. Weil im Nachhinein ja kaum nachweisbar ist, woher Cannabis stammt, dass man jetzt legal dann besitzen darf. Heißt, Cannabis aus illegalen Produktionsquellen, das wird mit der Übergabe an den Konsumenten faktisch reingewaschen. Besonders in der Anfangsphase wird das so sein, denn der Besitz von Cannabis soll ja direkt mit dem Inkrafttreten des Gesetzes erlaubt sein. Die Leute machen nichts, was verboten ist. Die erste Ernte aus dem privaten Anbau von Cannabis steht ja aber erst viel später zur Verfügung. Auch Anbauvereinigungen kommen ja erst ab dem 1.7. überhaupt. Ja, weil ihr erst woher steht, stammt also das Cannabis in dieser Phase? Natürlich aus dem Schwarzmarkt. Hinzu kommt, dass die Abgabemengen durch Anbauvereinigungen und zusätzlich die erlaubten Mengen aus dem Eigenanbau bis wie zu lange drei wisst ihr denn Cannabis was? Das hätten ja schon lange Regelungen und alles gemacht werden abwegig, können. Ich schiebe das ja alles auf die lange Bank. 50 Gramm und mehr Cannabis pro Monat konsumieren wird. Was passiert dann mit dem Überschuss? Es ist also zu befürchten, dass dann mitunter auch Freunde, Bekannte, darunter vielleicht auch Minderjährige mitversorgt werden. Vielleicht auch. Es wird also sogar zusätzlich. Das wird jetzt vielleicht aber nicht gemacht. Und jetzt nach dem auch Willen der Bundesregierung überwacht, soll das Gesetz in weiten Teilen ja bereits zum 1.4. in Kraft treten. Abgesehen davon, dass das alles dafür spricht, das Gesetz komplett zu stoppen, ist diese Frist viel zu knapp, um den Vollzug vorzubereiten. Denn erst seit der Bundestag das Gesetz am 23.2. beschlossen hat, liegt der finale Gesetzestext ja überhaupt erst vor. In vielen Ländern ist noch nicht mal klar, in welchem Ressort das Ganze verankert werden soll. Es ist für mich völlig unverständlich, wie man unter Berücksichtigung all dieser wichtigen Argumente, die ohnehin ja allen bekannt sein müssten, dieses Gesetz trotzdem noch zu befürworten. Wir haben heute die allerletzte Chance, als Länder in das gefährliche und absurd teure Legalisierungsvorhaben der Bundesregierung einzugreifen. Ich appelliere daher an Sie, für die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu stimmen, um das Cannabis-Gesetz doch noch zu stoppen. Und für alle, die sich heute vielleicht enthalten mögen, die Büchse der Pandora, wenn ich mich Ministerpräsident Kretschmer anschließen darf, die öffnen Sie auch mit einer hat Enthaltung. Hat euch der Söder diesen Satz ins Gehirn implementiert? Vielen Dank, Frau Gerlach. Das Wort hat Frau Ministerin Hoffmann aus Brandenburg. Das ist Bayern, die Büchse der Pandora. Das will ich damit mal sagen. Ihr seid nämlich das einzigste Bundesland mit Sachsen, der hier solche Schwierigkeiten macht und der das Ganze wohl noch nicht verstanden hat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Hallo. Ich bin Justizministerin im Land Brandenburg und vor meinem Amtsantritt war ich Generalstaatsanwältin des Landes Brandenburg. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich jemals drängen wird, hier in diesem Hohen Hause vor Ihnen zu sprechen. Mich auch nicht. Aber jetzt treiben mich Wut und Enttäuschung an dieses Rednerpult. Ich werde hier auch keine Philippika führen gegen die Legalisierung von Cannabis. Meine Kritik und die Kritik so vieler Justiz- und Innenminister, dabei geht es nicht um die Frage der Freigabe von Cannabis, um das Ob, sondern es geht um die Frage Wie. Und Kernpunkt aller Kritik, die zum Teil sehr scharf geäußert also sie wird, ist, dafür? Ist, wenn, dann bitte nicht so. Wieso? Das Gesetz wie sonst, hat zum Ziel, den Schwarzmarkt in Cannabis-Sachen auszutrocknen. Es will dafür sorgen, dass die Gefahr des Verunreinigungen von Cannabis auf dem Markt reduziert wird. Richtig. Aber dieses Ziel,
das, glaube ich, hier jeder im Raum unterschreiben könnte, wird dieses Gesetz nicht erreichen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Eine Studie, die das Bundesgesundheitsministerium selbst in Auftrag gegeben hat, kommt zu dem Ergebnis, eine Freigabe von Cannabis wird dazu führen, dass sich die Anzahl der Konsumenten von Cannabis erhöht und die Nachfrage ansteigen wird. Das ist im Übrigen auch die Erfahrung in anderen Bundesländern. Also die Clubs, die werden alle synthetisch verarbeitetes Gras anbauen, weil es mehr Leute gibt, die das haben wollen. Woher soll das legale Cannabis eigentlich kommen? Mhm. Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, drei Pflanzen Cannabis zu Hause aufzuziehen. Die großen Mengen von Cannabis sollen in sogenannten Anbauvereinigungen produziert werden. Vielleicht auch doch gar nicht jeder. Aber diese Anbauvereinigungen unterliegen starken Restriktionen. Sie müssen Sicherheitsvorkehrungen, die kostenintensiv sind, beachten. Sie müssen einen Suchtpräventionsbeauftragten bestellen. Sie müssen ein Jugendschutzkonzept vorstellen. Sie müssen zahlreiche Dokumentations- und Berichtspflichten erfüllen. Und sie dürfen Cannabis nur an die eigenen Mitglieder abgeben. Und auch nur dann, wenn diese Mitglieder selber am Anbau aktiv mitgewirkt haben. Man stelle sich also vor, der Großstädter aus Berlin fährt am Wochenende auf die Plantage nach Brandenburg, um dort bei der Ernte zu helfen, um seinen Cannabiskonsum zu decken. Wie viel komfortabler ist es dann, beim Straßenhändler um die Ecke oder beim Dealer? Ja, dann macht es doch einfacher, damit der Mann aus Brandenburg das nicht mehr so tun muss. Es ist völlig realitätsfern davon auszugehen, dass diese Anbauvereinigungen auch nur annähernd den Bedarf an Cannabis decken werden. Was heißt übrigens aktiv mitwirken? Die gestiegene Nachfrage nach Cannabis wird dem Schwarzmarkt zugutekommen. Der Schwarzmarkt wird nicht geschwächt, er wird gestärkt werden und mit ihm die dahinterstehenden organisierten kriminellen Strukturen. Wie soll man den Markt denn stärken, wenn da noch andere Quellen kommen? Also das ist sowas von unlogisch, was Sie da erzählen. Das ist hier schon angesprochen worden. Es geht um die Amnestie. Holt ja nicht mal Gründe aus der Tasche. Die Amnestieregelung wird dafür sorgen, dass bundesweit geschätzt etwa 100.000 Verfahren nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Das ist widerlegt, stimmt nicht. Diese Verfahren müssen nach Sichtung in einer Vielzahl der Fällen dem Richter erneut vorgelegt werden. Dieser muss nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten entscheiden und ein Rechtsmittel hiergegen gibt es auch. Die Änderungen, die sich im Anschluss an Vollstreckungsverfahren ergeben, auch die wirken sich belastend für unsere Justiz aus. Hinzu kommen etwa 300.000 Verfahren, die für eine Tilgung, die ebenfalls durch dieses Gesetz vorgesehen ist, für eine Tilgung von Strafen aus dem Bundeszentralregister in Betracht kommen. Auch das wird mit einem erheblichen Aufwand durch Staatsanwälte verbunden sein. Es gibt noch ein paar Arbeitslose übrigens. Und wenn man uns jetzt erklärt, das ist alles dringend nötig, ja, es ergebe sich aus bereits geltenden Regelungen der EG-STGB, nämlich dem 313, dann kann ich nur sagen, wenn das alles so dringend geboten ist, warum müssen Sie es dann in Artikel 13 erst in analoger Anwendung anordnen? Und es gibt auch kein Gerechtigkeitsgebot, das dafür spricht. Denn die Rahmenbedingungen, unter denen zukünftig Cannabis straffrei sein sollen, die wird es für die Vergangenheit ja nicht geben. Es gibt in der Vergangenheit keine legalen Bezugsquellen. Jeder, der wegen Cannabisbesitzes in der Vergangenheit verurteilt worden ist, hat sich Cannabis auf dem Schwarzmarkt beschafft. Er hat damit beigetragen. Ja, aber dann ist das Thema doch vom Tisch. Dann musst du die alten Fälle nicht bearbeiten. Und was ist jetzt mit den Warnungen der Länder, die parteiübergreifend erklären, die erheblichen Herausforderungen für die Justiz, dass diese Amnestieregelungen mit erheblichen zusätzlichen Belastungen für eine ohnehin in allen Bundesländern hochbelastete Strafjustiz verbunden sind? Werden wir mit diesen mahnenden Worten ernst genommen? Nein. Ganz nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm kommen. Also du bist auf jeden Fall von mir nicht ernst genommen. In wie vielen Fällen die Erlassregelung letztlich zur Anwendung kommt und wie viel Aufwand sie erzeugt, dürfte sich erst nach der Auswertung der Akten sicher beurteilen lassen. Muss er ablesen. Also, man glaubt den Justizminister nicht, weiß es aber selber gar nicht. In was für ein Experiment
schicken wir hier die Justiz? Was ist denn, wenn die übereinstimmenden, mahnenden Worte... Oder das ist bei Veränderungen so, was war bei Einführung des Euros oder wie auch immer. Das ist nun mal so, wenn man neue Sachen beschließt. Im Ergebnis Recht behalten. Ist das ein verantwortungsvoller Umgang mit der dritten Gewalt? Die vielen mahnenden Worte, die vielen Stimmen von zahlreichen Landesjustizministern, die alle meinen, dieses Gesetz sei schlecht gemacht. Warum haben wir hier heute nicht die Kraft, gemeinsam es besser zu machen? Vielen Dank. Ich will das mal anhand einer Toilette schnell erklären. Ja? Vielen Dank. Wenn man jahrelang eine Toilette benutzt hat und nie abgezogen hat, dann ist das irgendwann so voller Scheiße, dass man das mal sauber machen muss, ja? Auch wenn da mal zwei, drei Leute dran arbeiten muss. Du kannst nicht weiter da reinscheißen. Du musst es irgendwann sauber machen, die Kacke. So sieht's aus. Ganz zu Beginn möchte ich erneut klarstellen, dass ich mich nicht gegen die beabsichtigte Entkriminalisierung des Cannabiskonsums stelle. Das ist schon mal schön. Mir geht und ging es ausschließlich um eine Amnestieregelung, die für die Justiz nur unter großen Schwierigkeiten umzusetzen ist. Ich verzichte in diesem Zusammenhang darauf, unrichtige Zahlen oder sonstige unrichtige Verlautbarungen aus Kreisen der Bundesregierung nochmals zu korrigieren. Als Justizminister habe ich die Aufgabe und die Pflicht, den organisatorischen Rahmen so zu gestalten, dass die nordrhein-westfälische Justiz effektiv und sorgfältig arbeiten kann. Ich muss deshalb jeden politischen Akt zuerst vom Schreibtisch der Menschen herdenken, die dieses Gesetz vollstrecken müssen. Aus der Perspektive der Wachtmeisterin, der Geschäftsstellenmitarbeiterin, des Rechtspflegers, der Staatsanwältin, des Richters und so weiter. Die Amnestieregelung ist aus diesem Blickwinkel eine enorme Herausforderung und verursacht einen ganz erheblichen Arbeitsaufwand. Und dies in einer Situation, in der die Arbeitsbelastung in der Strafverfolgung, insbesondere bei den Staatsanwaltschaften und auch bei den Gerichten, in der letzten Zeit merklich gestiegen ist und bereits jetzt Belastungsgrenzen erreicht sind. Wenn ich meine Verantwortung als Justizminister ernst nehme, dann muss ich in einer solchen Situation für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sprechen und das mir Mögliche tun, um unnötige Mehrarbeit in zu engen Zeiträumen zu vermeiden. Als Rechtspolitiker ist meine Perspektive nicht darauf beschränkt. Ich erkenne an, und auch das möchte ich heute klarstellen, dass die in Artikel 313 EGSDGB verankerte Grundregel, wonach für straflos erklärtes Verhalten nicht weiter sanktioniert werden soll, im Kern richtig ist. Gleichzeitig ist es nach meinem Verständnis verfassungsrechtlich unbestritten, dass dem Gesetzgeber bei Rückwirkungsfragen generell ein weiter Gestaltungsspielraum trifft, insbesondere mit Blick auf den Vollzugsaufwand. Zwischen diesen beiden Polen hätte es viele gute Mittelwege gegeben, zum Beispiel eine verzögerte Amnestieregel. Selbst eine Lösung, die einen Straferlass oder eine Neufestsetzung nur auf Antrag des Betroffenen erfordert, wäre aus meiner Sicht geeignet gewesen, den Bedenken der Praxis entgegenzukommen. Nicht zuletzt hätten bei einer rechtzeitigen und konsistenten Kommunikation gegenüber den Ländern und Kommunen jedenfalls einige Probleme klar vermieden werden können. Uns Ländern ist vorgehalten worden, wir selbst seien mangels rechtzeitiger Meldung für das Problem verantwortlich. Diese Behauptung ist erweislich falsch. Ich erinnere an den ersten Bundesratsdurchgang im letzten Herbst. Also so viel Verurteilung, wie es in Bayern und Sachsen gibt, da braucht sich doch keiner zu wundern. Ist nachdrücklich hingewiesen worden. Die Bundesregierung sicherte ihre Gegenäußerung zur Stellungnahme zu, die Amnestieproblematik mit Blick auf den erheblichen Vollzugsaufwand der Länder in einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Gehört haben wir davon nie wieder. Und an einer mangelnden Gesprächsbereitschaft von uns Ländern hat es sicher nicht gelegen. Einem objektiven Beobachter war in diesem Zeitraum nicht klar, wann, ob und wie eine Cannabis-Legalisierung kommen und wie eine Amnestie ausgestaltet sein wird. Auf welcher Grundlage hätten denn Staatsanwaltschaften und Gerichte in dieser Zeit Entscheidungen treffen oder auch nur vorbereiten können? Wir Bundesländer wurden von der medialen Ankündigung Anfang Februar, das Gesetz komme und zwar am 1. April, überrascht. Den geeinten Gesetzentwurf konnten wir erst mit Bundestagsbeschluss vom 23. Februar zur Kenntnis nehmen. Das sind 5 Wochen Zeit, um dieses wirklich große Reformprojekt umzusetzen und die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten. 5 Wochen. Würden zwischen der Verabschiedung des Gesetzes und dem Inkrafttreten wenigstens 5 Monate liegen, dann wäre meine Kritik an der Amnestieregelung zurückhaltender. Und egal, wie die Abstimmung heute ausgeht,
Aus den Debatten um dieses Reformprojekt sollten wir für die Zukunft etwas mitnehmen. Wir müssen alle Gesetzgebungsvorhaben immer auch aus dem Blickwinkel der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sehen, die dies am Ende in der Exekutive und in der Judikative der Bundesländer umsetzen müssen. Hier hat sich auch ein beeindruckender parteiübergreifender Konsens gezeigt. 16 Justizministerinnen und Justizminister aus insgesamt 6 unterschiedlichen Parteien haben sich im Rechtsausschuss des Bundesrates einstimmig für ein verzögertes Inkrafttreten der Amnestieregelung eingesetzt. Alle 16 Länder sehen den Bedarf, den beträchtlichen Mehraufwand durch längere Fristen abzufedern. Wir brauchen nicht mehr als ein Umdenken auf der Bundesseite. Und zwar ein frühzeitiges Zugehen auf die Länder und die Berücksichtigung ihrer Perspektive. Hieran mangelt es zu häufig. Ich erinnere an das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten und das Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz, die derzeit noch immer im Vermittlungsausschuss beraten werden. Eins aber auch, alle, die den Vermittlungsausschuss für eine Totalblockade instrumentalisieren wollen oder es heraufbeschwören, greifen eine wichtige verfassungsrechtliche Institution unseres Landes an, die im Gegenteil der Kompromissfindung zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen dient. Hiervor warne ich nachdrücklich. Zum Schluss. In der nordrhein-westfälischen Justiz arbeiten 43.000 engagierte Menschen, die in schwierigen Situationen Außergewöhnliches leisten, so wie alle ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern. Egal wie die heutige Abstimmung ausgeht, werden diese Menschen alles daran setzen, den gesetzlichen Auftrag so gut und so schnell wie möglich umzusetzen. Aber es muss unser aller Aufgabe sein, bei all unseren Entscheidungen ihre Belastung im Blick zu behalten, denn ohne sie gibt es keinen Rechtsstaat. Vielen Dank. Ja, gut. Mit der Amnestieregelung hätte man oder kann man ja auch noch nachregulieren, finde ich. Ich glaube nicht nur, weil man jetzt ein Gesetz beschließt oder nur weil eine Amnestieregelung nicht passt für viele, dass man deswegen ein Gesetz kippen muss oder ganz verdrängen muss. Ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten auch noch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Rede war vorhin von multiplen Krisen, sowohl in der Innen-, aber auch in der Außenpolitik. Wir haben den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten und ganz aktuell ein Thema, was uns auch alle betrifft, nämlich wie wir adäquat Antisemitismus, Rassismus, Extremismus und sonstigen demokratiefeindlichen Bestrebungen begegnen können. Das wird mit Cannabis übrigens weniger. Was tun wir? Die haben sich dann alle lieb. Wir beschäftigen uns seit Wochen sehr intensiv mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit einem Herzensprojekt der Bundesregierung namens Cannabisgesetz. Zu diesem Entwurf ist bereits viel Richtiges gesagt worden. Insofern möchte ich Sie jetzt nicht mit Wiederholungen langweilen. Ich möchte mich gerne auf die Auswirkungen beschränken, die dieses Gesetz für die Justiz zeitigt. Die Legalisierung von Cannabis soll ja angeblich die Justiz entlasten. Dazu haben wir jetzt gerade viel Richtiges schon gehört. Wir sind uns parteiübergreifend in der Justiz einig, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Wir haben eine Menge von kleinteiligen Regelungen, die einen immensen Aufwand bedeuten. Sie werden vor allem Kapazitäten binden, die wir dringend an anderen Stellen benötigen. Wir reden hier von mehreren tausend Akten, die aus den Kellerräumen, aus den Aktenschränken und sonstigen Archiven geholt werden müssen und manuell zu überprüfen sind. Und die einen holen einen wir Keller? Reden hier in Berlin von rund 3500 Verfahren, die einzeln durchgesehen werden müssen. Vor allem geht es um die Frage, also kann man nicht zusammen durchschauen, die ganz oder teilweise unter die beabsichtigte Amnestieregelung fallen. Und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Warum? Richtig. Weil wir ja nicht ein Kämmerchen irgendwo haben, wo die relevanten Akten gesammelt worden sind, sondern hier müssen alle relevanten Akten erstmal gesucht werden. Und wenn sie dann gefunden worden sind, geht die Arbeit erst richtig los. Dann geht es um die Frage, ist die Strafe bereits abgegolten? Ist der Verurteilte möglicherweise noch inhaftiert? Ging es nur um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz oder standen auch andere Taten im Raum? Muss Richtig. Möglicherweise eine neue Strafe gebildet werden? Richtig. Aber nicht genug damit. Neuerdings, seit Februar, sollen die Urteile nicht nur daraufhin geprüft werden, an welchem Ort der Verurteilte das Cannabis besessen hat, sondern auch, ob und wie weit die Grammzahlen nach Trocknung erhoben wurden. Es geht um das sogenannte Trockengewicht.
Aber wir haben uns die Frage gestellt, wie soll das denn geschehen? Denn kein Tatrichter hatte in der Vergangenheit Anlass, das Trockengewicht in einem Urteil. Genau das ist aber in der Vergangenheit falsch gelaufen, wenn es Leute. Abgekürzte Urteile nach 267 Strafprozessordnung waren. Das heißt, wir können an der Stelle festhalten, Kokain auch nicht essen, Wasser und hier wird etwas dann ab. Von der Justiz abverlangt, was unmöglich ist. Also hier wird die Justiz vor. Hier wurden Leute für Ware, für nasse Ware verurteilt, die auf einmal das Doppelte, das Dreifache gewogen hat, weil es nicht trocken gewogen wurde. Dann wird es auch nicht besser. Bislang ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaften die Bagatellverfahren relativ schnell und unbürokratisch einstellen können. Unbürokratisch ist auch ein Wort, was im Zusammenhang mit dem Cannabisgesetz völlig fehl am Platz ist. Vorhin ist schon geredet worden von diesen kuriosen Abstandsregelungen, wo die Staatsanwaltschaft wohl demnächst die Polizei losschicken kann mit Maßbändern, um zu schauen, ob der Joint auch tatsächlich 100 Meter weiter vom Kinderspielplatz oder von der Schule oder von dem Jugendzentrum geraucht worden ist. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich den Gesetzesentwurf anschaut, als sei der von Kollegen und Kollegen erarbeitet worden, die zumindest kein Bild von der Justiz haben. Wir hatten uns hier in Berlin zur Aufgabe gemacht, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Und genau für die Aufgabe haben wir auch die Staatsanwaltschaft verstärkt. Nun kann ich sagen, müssen wir schauen, ob jetzt gerade diese Personalverstärkung nicht dann doch eher für die Vermessung von Cannabis-Sperrzonen oder aber auch im Altaktenwesen erstmal einzusetzen ist. Lieber Kollege Lauterbach, ich bitte um Verständnis, dass es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt zu glauben, dass mit dem Gesetz die Entlastung der Justiz beabsichtigt ist. Mit dem Gesetz werden Sie das sicherlich nicht erreichen. Und genauso wie der Doch Kollege danach, Limbach, wenn die Fälle abgearbeitet sind, muss halt mal ein Stück über den Tellerrand schauen. Das Gesetzesvorhaben, dieses Gesetzesvorhaben mal ausnahmsweise ideologiefrei unter fachlichen Gesichtspunkten mit den zuständigen Stellen diskutiert worden wäre. Stattdessen hat man den Eindruck, dass die Bedenken der Länder keine Rolle spielen, haben sie doch nur das Bundesgesetz umzusetzen. Und eine letzte persönliche Anmerkung, lieber Herr Ministerpräsident Kretschmer, ich danke Ihnen sehr für Ihre Rede. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Badenberg. Das Wort hat Herr Staatsminister Dulig aus Sachsen. Ach, endlich mal einer aus Sachsen und nicht aus Bayern, wa? Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich melde mich jetzt kurz, vielleicht auch aus ungewöhnlichem Grund und auch unangenehmem Grund, noch hier zu Wort. Kurz, denn wir stimmen ja jetzt gleich über die Frage ab, ob wir einen Vermittlungsausschuss anrufen werden. Ich werde dem nicht zustimmen. Sehr schön. Wir haben uns Verfahren gegeben, wir diskutieren in den Kabinetten, wir haben hier im Bundesverfahren auch einen Vermittlungsausschuss und bin da ganz bei dem, was die Präsidentin am Anfang gesagt hat. Ein Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, ein Gesetz zu verändern, zu verbessern und nicht Gesetze zu verhindern. Genau. Vielleicht ist es auch deshalb besser, wenn wir weniger Politik über soziale Medien, sondern tatsächlich uns auch ernst nehmen in unseren Verfahren. Absolut. Ich melde das hier deshalb an, weil ich respektiere die Haltung unseres Ministerpräsidenten, der klar gesagt hat, was seine Haltung ist. Das hat er sowohl in der Sächsischen Koalition gesagt, als auch hier. Zum Respekt gehört es aber auch, die Spielregeln zu respektieren in einer Koalition, wenn man sich nicht einig ist, dann auf Enthaltung zu gehen. Deshalb muss ich hier meine Meinung kundtun, dass ich dem Vermittlungsausschuss nicht zustimmen werde. Vielen Dank, Herr Dulig. Und das Wort hat der Bundesminister Professor Dr. Lauterbach, Bundesgesundheitsminister. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal, Herr Kretschmer, ich möchte Ihnen auch für Ihre klaren Worte danken. Und Sie haben es ungefähr wie folgt formuliert. Sie haben gesagt, jetzt wird die Büchse der Pandora geöffnet. Ist das wirklich wahr? Ist das die Situation? Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass wir nicht mit dem Gesetz heute Cannabis in Deutschland einführen, sondern dass allein der Zeit von 2011 bis 2021 der Konsum bei Jugendlichen 12 bis 17 Jahre sich verdoppelt hat? Genau. Ist Ihnen klar, ja, dass das nicht klar. Die Zahl der ich Konsumenten in der Altersgruppe 18 bis 25, wo das auch sehr problematisch ist, weil das Gehirn noch wächst, sich ebenfalls verdoppelt hat?
Ist Ihnen klar, Herr Kretschmer, schön, dass Sie diese gesehen, Zahl dass die Zahl der Drogentoten sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat? Ist die Büchse der Pandora dann nicht längst offen? Wir müssen doch hier sehen, sind wir erfolgreich unterwegs? Haben wir einen Weg eingeschlagen, der funktioniert? Na, die lernen nichts dazu, die oder Leute. Müssen wir neu nachdenken? Und zum neuen Nachdenken gehört, dass wir auch darüber nachdenken, ist es nicht an der Zeit, dass wir den Schwarzmarkt bekämpfen, der all diese Probleme versucht auszuweiten? Der Schwarzmarkt, der immer lukrativer wird, der mit Cannabis beginnt, über Kokain dann geht, demnächst Crack und auch Fentanyl bringt. Müssen wir nicht die Gesellschaft stärker schützen vor einem Schwarzmarkt, gegen den wir derzeit überhaupt keine wirkliche Abschottung gefunden haben? Auch nicht für unsere Verbote Kinder. Können wir nicht schützen, das auf jeden ist die Fall. Grundlage, weshalb wir heute nicht. Wir können uns hier sagen, lasst uns doch über das Thema nicht reden. Wir lassen es so, wie es jetzt ist. Vielleicht wird es dann demnächst besser. Genau. Aber mit dieser Haltung hatten wir doch noch nie Erfolg. Ich bin selbst über viele Jahre ein Gegner der Legalisierung von Cannabis gewesen. Für viele Jahre. Ich habe da auch meine Partei beraten, habe vieles da gemacht. Aber ich habe meine Meinung geändert, weil die Studienlage ist eine andere. Die Studienlage ist die, die Länder, die kann, das gut gemacht haben, legalisiert. Logisch denken kann, Kanada, der kommt da drauf. Oder einige der Bundesstaaten, Colorado, denen ist es gelungen, den Schwarzmarkt nach der Legalisierung um 75% zu senken. Natürlich ist das nicht der Weg von Holland. Jeder kann hier erklären, wie schlecht es in Holland ist. Ich habe jahrelang in Aachen gelebt, dort studiert. Ich kenne den holländischen Weg. Aber das ist doch genau der Fehler, den wir vermeiden wollen. Genau. Wir wollen vermeiden die schlechteste Kombination, dass wir legalisieren, haben aber dann keine Alternative zum Schwarzmarkt. Dann habe ich quasi eine Bonanza-Situation für den Schwarzmarkt, weil dann ist es plötzlich legal, aber der Schwarzmarkt bleibt. Wenn wir hier eine echte Alternative schaffen wollen, dann muss es auch legalen Anbau geben. Frau Gerlach sagt, das ist zu wenig, das schaffen die nicht, die Anbauvereine werden das nicht abdecken. Andere wiederum sagen, 50 Gramm ist viel zu viel. Wir haben uns mit wissenschaftlichen Beratern die Frage gestellt, wie müssen wir den Anbau organisieren, dass der Schwarzmarkt wirklich verschwindet, ohne dass wir einen neuen Markt bilden. Und ich möchte auch mich ausdrücklich bedanken für die Gespräche, die wir mit den Ländern gehabt haben. Ich persönlich habe mit den Justizministern gesprochen, ich habe mit den Innenministern gesprochen, mit den Gesundheitsministern sowieso. Und ich muss sagen, ich habe doch einiges gelernt. Ich habe versucht, das auch umzusetzen in der Protokollerklärung, die Sie heute sehen. So haben wir zum Beispiel mit Frau Köpping in Sachsen darüber gesprochen, dass wir die Besitzmengen, die ich eben hier verteidigt habe, dass wir die noch mal evaluieren müssen. Passt das so mit den 50 Gramm? Das werden wir machen, und zwar nach 18 Monaten schon. Wir werden auch noch mal die Mindestabstände evaluieren. Das war auch ein Wunsch von Frau Köpping, das haben wir aufgenommen. Frau Köpping hat darum gebeten, dass wir den Kinder- und Jugendschutz noch einmal verstärken. Das habe ich aufgenommen. Das ist in der Protokollerklärung darin, das werden wir umsetzen. Präsidentin Frau Schwesig, Ministerpräsidentin, hat gesagt, Vorsicht, vielleicht führen wir doch die Kommerzialisierung durch die Hintertür ein, indem wir sehr große Anbauvereinigungen zulassen, die dann quasi industriell herstellen, sodass wir dann so eine Art Produktion im Hinterland haben. Das wollen wir nicht. Wir wollen Eigenanbau und wir wollen den Anbau durch die Anbauvereinigungen, aber nicht mehr, als auch wirklich benötigt wird. Keine Kommerzialisierung durch die Hintertür. Das haben wir ebenfalls in der Protokollerklärung aufgenommen. Dadurch ist das Gesetz besser geworden. Und lassen Sie mich Folgendes sagen. Ich bin selbst kein Jurist. Ich spreche aber gerne mit vielen Juristen. Und Minister Buschmann hat klar ausgeführt, die Amnestieregelung ist hier geboten. Sie ist rechtlich der beste Weg, auch verfassungsrechtlich der beste Weg. Und ich kann das so kommentieren. Ich sage, es ist auch politisch sehr schwer, wenn ich jetzt hier höre, wir haben da Schwierigkeiten, die Amnestie umzusetzen. Das nehme ich alles ernst. Ich kann das selbst nicht vom Aufwand genau beurteilen. Aber ich glaube, dass das ein großer Aufwand ist.
Aber was ist denn unsere Botschaft für diejenigen, die jetzt im Gefängnis noch sitzen, im Vollzug sind? Sollen wir das sagen? Wir können uns diese Arbeit nicht machen. Bleibt ihr, wo ihr seid. Wir können das nicht umsetzen. Das kann nicht die Botschaft sein. Und es ist ja darüber hinaus auch so, dass wir derzeit 180.000 neue Delikte für Cannabiskonsum haben pro Jahr. Ganz genau. Das ist doch eine deutliche Entlastung der Gerichte auch. Daher lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wir haben der Protokollerklärung auch noch einiges vereinbart, wo wir Ihnen entgegenkommen wollen, wo wir weitere Entlastungen bringen. Aber ich kann nur so viel sagen, wenn wir das heute nicht schaffen würden, dann wäre das, wenn wir es nicht schaffen würden, wäre das ein großartiger Tag für die Dealer, für den Schwarzmarkt. Weil sie würden dann alles weiter für sich behalten. Sie hätten den Zugang zu unseren Kindern, zu den Jugendlichen. Wir haben heute die Chance, durch eine Entkriminalisierung und bessere Aufklärung, besseren Jugendschutz, bessere Prävention, insbesondere die nächste Generation durch Aufklärung vor der Kriminalität, vor dem Konsum und vor dem Schwarzmarkt zu schützen. Ich danke Ihnen. Ja, wir baffen Vielen das. Vielen Dank, Professor Dr. Lauterbach. Weitere Wortmeldungen Na, das ist sehr gut zusammengefasst. Wir kommen zur Abstimmung. Gekontert. Dazu liegen Ihnen die Ausschussempfehlung und ein Landesantrag vor. Da der Vermittlungsausschuss aus mehreren Gründen einberufen werden soll, frage ich zunächst, wer allgemein der Einberufung des Vermittlungsausschusses zustimmt. Das Land Sachsen hat gebeten, die Abstimmung hierzu durch Aufruf der Länder vorzunehmen. Ich bitte den Schriftführer, die Länder aufzurufen. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg. Da wird es aber spannend gemacht, wa? Hessen. Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, ich habe Herzklopfen. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, ja. Sachsen, Ich stelle fest, dass das Land Sachsen nicht einheitlich und somit ungültig abgestimmt hat. Wir fahren fort mit der Abstimmung. Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. Sachsen, das ist eine Minderheit. Damit entfällt die Abstimmung über die Ausschussempfehlung und den Landesantrag. Der Vermittlungsausschuss ist nicht angerufen. Herr Bundesgesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach gibt eine Erklärung zu Protokoll. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Auf Tagesordnungspunkt 5, zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024. Es liegen mehrere Wortmeldungen vor. Und Herr Ministerpräsident Weil. Hey, Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben, die nochmal den... Die Parteien angeschrieben haben, die dafür gesorgt haben, Hanfverband, Vincent, Micha, alle, die mitgemacht haben und ihre Aktivität, ihre Energie da reingesteckt haben. Danke, danke, danke. Liebe Kollegen, jetzt geht's weiter. Ich gebe zu, das Haushaltsfinanzierungs